Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen gleich mal ein paar Bäume nieder. So als Test. Ich habe jetzt den Ton ein bisschen eingestellt. Hoffe, dass es jetzt besser ist. Hier fällen mal ein paar Bäume. Auf 12 Meter. Kannst du aber nicht wieder sehen. Kommt das vorher nicht mehr sehen. Warum das so ist, ja, weiß ich auch nicht. Also wenn ihr jetzt euer Lob einstellen wollt bei Cosplay, ich hab's mal jetzt auch ein bisschen gegoogelt und ein bisschen gesucht, auch im Forum. Und zwar, hier geht man raus, Setting, dann auf die Zahnräder. Und hier ist es aktiviert und dann müsste der Lohn gezahlt werden, ne? Also was hier, ne? Nun gut, das kann ich noch nicht lesen, was hier drauf steht, aber hier kann man es lesen. Ich frage, ob du aktivieren möchtest, okay? Und hier kann man lesen, automatisch scannt das wird. Also hier, wer Englisch nicht kann, wird da ein bisschen geholfen. Da oben natürlich nicht. Warum eine so gemacht und andere nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es mal aktiviert, ob man das jetzt bei jedem Fahrer machen muss, mal sehen. Ne? Aktuell haben wir keinen im Programm. Aufgrund der Witterung gehen Feldarbeiten nicht. Aber wir werden das mal sehen, das im Auge behalten mit dem Lohn. Ich möchte gerne Lohn bezahlen. Ne? Wenn ich jetzt hier 7-8 Fahrer einstelle oder fahren lasse, das wirkt sich dann ja auf dem Lohnkonto. War gut aus für mich, weil ich dann keine zahle, aber es ist ja nicht realistisch, ne? Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte ja so realitätsfinal wie möglich arbeiten. Geht zwar nicht immer überall, aber aufgrund der Tatsache, dass Holz beladen mit dem Radlader ein bisschen schwierig wird. Warum genau, weiß ich nicht. Ob das einfach nicht funktioniert, in Anführungszeichen. Ne? Ja, da muss jeder für sich allein entscheiden, ob er das so machen will oder so. Ist vollkommen okay. Ich habe noch keine gekauft. Ne? Muss ich noch kaufen. Müssen mal gucken, ob die Tiere genug Futter haben, ne? Da muss er mal, ne? Ups, das klappert. Ja, ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt kein Gras, das ist ja normal, ne? Wir müssten mal die ersten Kälber kriegen. Das ist schön. Hier werden wir keine kriegen, das sind ja alles männliche Tiere. Da kam gerade ein Schreck, das schon neue, aber das sind Sala. Eine andere Sorte. Ich habe ja verschiedene Sorten gekauft. Und die sind bald zu weit zum Abliefern, ne? Also zum Verkauf. Hier können wir sie nur verkaufen. Aber immerhin, ne? Dann können wir entsprechend im Frühjahr. Wenn nichts anderes geht, außer, naja, die Aushaft wird noch nicht gehen soweit. Muss ja mal Plus gerade sein. Besonders für die späten Früchte, wie jetzt Soja und Sprünge. Na, Mais machen wir nicht. Soja und Sonnenblumen. Was sieht hier nach Schnee aus? Hier sieht so grau aus. Oh, aber wir haben ja Ketten, ne? Wir kämpfen uns aber Schnee auch durch. Ja, minus 1 Grad Luft, minus 1 Boden, ne? Also unseren ersten Winter hier in Thüringen.
Das ist, wie sagen, schön, ne? Und es mögen noch viele werden. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, weil es aus irgendwelchen Gründen kein RS 21 geben wird. Mir persönlich stört es nicht. Gut, ich wäre neugierig, was alles kommt. Das schon, ne? Aber wenn es hier perfekt läuft, ne, ist alles okay. Aber ein Grund soll sein, dass es die Konsole ja halt zwei neue geben soll. Und zwar die PlayStation 5 und die Xbox One, glaube ich, wie die heißt. Und die haben nur andere technische Voraussetzungen wie die alten. Wäre auch logisch, ne? Wenn jetzt die neuen Geräte etwas besser sein sollten als die alten. Angeblich sollen die Leistungen der heutigen besten Grafikkarten übertroffen werden oder zumindest gleich sein. Das nenne ich mal an sich für Spiel gut, weil das macht ja ganz andere Möglichkeiten beim Programmieren, als wenn es weniger werden würde, ne? Also ist ja meistens um Grafik, naja, Ton vielleicht weniger, aber die Grafik ist ja schon heutzutage enorm wichtig. Und auch die Berechnung und so, ne? Vielleicht bringen sie mal von vornherein eine Zweifachkarte raus. Ob es geht, weiß ich nicht, aber als Grundvoraussetzung, wenn man das Programm umschreiben würde, vielleicht geht es dann als auf größere Karten, ne? Weiß man's. Und dann gibt es keine Vierfach, sondern eine 8- oder 6-fach- oder 8-fach-Karte. Das wäre doch mal was. Wenn es sowas geben würde, ich weiß es nicht. Also, jetzt geht es ja aktuell nur einfach, vierfach oder 16-fach. Die Sprünge gibt es. Aber 16-fach, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon alleine ziemlich groß, ne? Also, selbst bei der vierfach bin ich gut ausgelastet, ne? So, hoffe hier läuft alles. Halt so. Zeit? Oh, nee, haben wir noch keine Zeit. Geht nur überziehen. Also wenn ich jetzt überziehe, ist das nicht so schön. Also ich sei ja 10 Minuten überzogen, das ist eine, aber wenn es ja schon 20 Minuten sind, ja. Ungünstig, ne? Allein wegen der Statistik. Das ist schlecht. Immer ein bisschen nachgelesen, also wenn jetzt rein theoretisch prozentual kürzer geschaut wird, ist das Algorithmus so ungünstig, dass dann weniger vorgeschlagen wird. Also von daher ist es besser, man die Zuschauer-Anschaulänge ist zum Verhältnis her mäßig her günstig als ungünstig. Ne? Also wenn ich jetzt 5 Stunden eine Folge hätte und alle würden nur 2 Stunden schauen, dann wäre das schlechter, als wenn ich jetzt hier theoretisch 20 Minuten Folge habe und alle schauen 15 Minuten ungefähr, ne? Ungefähr. Wenn es mal 10 sind und andere machen 6 oder andere machen 12, das ist dann auch nicht die Frage. Ist halt so, ne? Aber wie gesagt, wenn das Verhältnis immer ungünstiger wird, dann wirst du irgendwann mal da hinten versetzt. Also ganz genau blicke ich da auch nicht durch, aber also ihr wisst ja selbst, wenn man, wie man auf mich findet, man muss ja dann noch suchen und mit Hilfe von Tags ist das dann oft, naja, schwierig, ne? Weil ja im Prinzip viele die Tags verwenden und dann wirst du ja entsprechend als Kleiner so nicht hervorgehoben, ne? Warum das so ist, ja wie gesagt, das ist das Programm, was hinterher das berechnet, ne? Aller Anfang ist schwer, sag ich mal so, ne? Und das ist, ja, es ist halt so, ne? Und jetzt kann ich sagen, ich habe ja jetzt ein bisschen schon Tendenz nach oben. Das ist zu sehen.
Wenn ich vergleiche den ganzen Anfang, da war das ja, ja, kann man sagen, fast null, ne? Also das war ja fast gar nicht zu sehen. Aber jetzt geht schon einigermaßen. Ich sag mal, wenn es jetzt ja auch so ist, ungefähr das gleiche hinzukommt und nächstes Jahr um die 60 Abonnenten haben, die auch mal reinschauen und so, ne? Und die Alten einen treu bleiben, ne? Natürlich, ne? Dann geht es natürlich aufwärts. Man muss ja Geduld haben, ne? Und denk mal, die habe ich. Bringt sowieso nichts, wenn man jetzt über Knie brechen will. Und wie gesagt, das für mich ist ein Hobby. Und von daher kein Stress. Bin gerade suchen von einem neuen Monitor. Aber da sind wir aktuell noch teuer. Und sagen wir so, Technik soll ja immer besser werden, ne? Und nicht schlechter. Deswegen bin ich da jetzt aktuell noch nicht ganz im Klaren, was ich da zulegen werde, ne? Das Neue ist ja jetzt die Methode HDR, also das bessere Bild, Farbdarstellung. Aber das muss ja auch passen, ne? Und die Herzzahl, also die Herzzahl liegt auch am Herzen, aber da gibt es aktuell, ja, es gibt einen Monitor, der die Herzzahl hat, aber der kostet schon alleine, was mir ein Rechner kostet, ne? Der kostet 4000, das ist schon heftig, also sowas kaufe ich mir nicht, das ist so teuer, das ist ja für Freizeit, sagen wir so, ne? Also ein 65 Zoll Monitor ist schon der Hammer, das haben viele nicht mal als Fernseher und der kostet dann ja, 4000, kann man sagen, ne? Also das ist schon ein super Gerät, also da muss man dazu sagen, na, kann es auch die Grafikkarte? Das ist ja eine Frage, ob die da nicht zusammenbricht. Ich glaube eher nicht. Ob man da nicht einen Rechner haben muss, der zwei Grafikkarten innen drin hat und dementsprechend die Leistung. Ja, aber gut. Das tun wir uns heute nicht an. Wir machen jetzt ein Männchen, ne? Im Real nehmen wir schon mal eine Krankenwagen da, ne? Ah ja, gut angeschnallt. Schönen Helm aufgehabt, ne? Da geht schon, ne? Mit einer Blessur, ne? Hätte ich die Bäume so hingelegt, das war ungünstig. Ja. Also ich finde das herrlich. Ich hoffe ja, dass in LS21 Seasons gleich mit dabei ist. Hoffe ich ja. Was ist meine Hoffnung? Also das ist für mich ganz wichtig. Ob man das mit Abschalten macht oder auch nicht, das ist mir jetzt im Grunde egal. Kann man gern machen, also so wie das Kalken und das Flügen ist ja auch abschaltbar, ne? Muss man nicht machen, aber man kann es. Aber es gehört für mich dazu, dass man das weiß ich, wenn man eine Karte von der Region nimmt, von Schweden, dann möchte das schon auf Wetter entsprechend angepasst sein, ne? Also, dass keine Palmen wachsen zum Beispiel, dass kein Zuckerrohr wächst zum Beispiel, das ist ganz entscheidend dabei. Dass gewisse Dinge halt nicht wachsen können, ne? Also, beziehungsweise nicht reif werden, ne? Und auch jetzt ist aktuell so, dass viele Bäume Stress haben aufgrund des wärmeren und trockenen Wetters im Sommer.
dass die Kiefern im Grunde eingehen. Weil es eigentlich ein Baum ist aus nördlichen Breiten und bei uns Probleme hat, wenn es zu heiß und trocken wird. Ne? Und natürlich die Monokultur kommt ja bei uns auch noch hinzu. Entschuldigung. So, wollen wir ein bisschen Platz machen. Das holen wir halt in. Das kaufen wir in der gleichen Autoroder, ne? Also den. Zack. Jo, wo ist der LKW? Da hinten. Mal kurz hinlaufen. Ja, ein bisschen Holz haben wir so liegen schon, das kann man gleich verkaufen. Upsala. Na, das geht nicht. Geht schon. Wollte da oben ein paar Holzpaletten reinlegen. Ein paar Paletten für Bäume pflanzen. Aber das geht deswegen nicht, weil ich da nicht aufladen kann, beziehungsweise müssen wir dann einen Stapler kaufen und dann geht nur, wenn ich jetzt auf ebener Fläche habe. Also hinten wird es vielleicht gehen. Aber festmachen kann, müsste eigentlich gehen normalerweise. Aber den fahren wir ja nicht mit an den Hänger hier, darum wir ja den separat. Wir fahren den nur zum Hof, den Anhänger hier und dann geht zum Händler. Also hier will ich noch ein bisschen was mit Terraforming machen, und zwar planieren, einebnen und einen Kuhstall bauen mit für die Kühe, für Mist. Ne? Also die Bohlen bleiben drin, die kommen ja, die werden ja eh verkauft irgendwann im Frühjahr und dann kommen die Kühe da raus. Das heißt, hier haben wir noch einen Tag Kühe fahren, bevor die Kälber kommen. Denn die Kälber können ja da wieder zurück, theoretisch. Oder wir machen das so, dass wir die Kälber rausbringen, ne? Mal sehen. Wird ja einfacher, ne? Nehmen wir die Kälber raus, lassen die Kälber drinnen und die Kühe rausnehmen. Die Kühe nehmen wir raus. Alle trächtigen Kühe kommen dann raus. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und winke, winke. Wir sehen gerade die schönen Wolken hier vorbeiziehen, ne? Ganz langsam, so schön, ne? Struktur. Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr heute da wart. Vielleicht kommt ihr morgen vorbei. Tschüss.